Surprise, surprise, auch dein NFT, auch dein digitaler Wert, den du online verkaufen möchtest, kommt nicht ohne gutes Marketing aus. Auf was du achten solltest, damit du dein NFT auch verkaufen kannst, darum geht es in diesem Video. Wenn du schon in irgendeiner Form mit NFTs zu tun hast, dann lass gerne ein Like für dieses Video da oder abonniere am besten den ganzen Kanal. Dann kommt ein bisschen Bewegung in den gesamten NFT-Space für alle. Bevor wir uns jetzt gleich über Marketing-Gedanken machen, ein kleiner Spoiler vorab. Ein NFT ohne Utility, also ohne Anwendungsfall, ist einfach nur ein NFT auf einer Blockchain. Mach dir als allererstes Gedanken, welchen Mehrwert du deinen Fans, deinen Kunden und so weiter mit diesem NFT an die Hand geben möchtest. Sprich, überlege dir einen sogenannten Use Case. Darüber haben wir schon mal ein Video gemacht, darüber kann man jede Menge Videos machen, was für Use Cases man mit NFTs eben aufbauen kann. Aber dieser Spoiler oder diese Information muss ich euch vorab geben, denn nochmal, es macht keinerlei Sinn, sich über Marketing Gedanken zu machen, dort Zeit, Ressourcen und Geld reinzustecken, wenn das NFT, das du herausgeben möchtest, prinzipiell völlig ohne Utility und ohne Use Case daherkommt. Wenn du deinen NFT-Drop auf der Blockchain deiner Wahl herausgebracht hast, dann solltest du dir als allererstes über die Zielgruppe Gedanken machen. Auch das ist eigentlich nichts Neues, das weiß jeder im Marketing und darüber haben wir auch schon mal ein Video gemacht, das seht ihr nein auf dieser Seite jetzt in der Infobox. Eine kurze und schnelle Zusammenfassung des Videos, auf das ich euch gerade verwiesen habe, lautet wie folgt. Egal wie viele Kunden, Fans und so weiter eure Marke oder du als Künstler eventuell hast, kaum einer davon ist in irgendeiner Weise Web3, Crypto oder NFT educated, kann man sagen. Sprich, die Kundschaft, die bisher an deine Produkte kauft, deine Dienstleistungen bestellt und so weiter und an die du jetzt das NFT herausgeben möchtest, sind höchstwahrscheinlich nicht die gleichen Leute, die eben auch dieses NFT kaufen können. Das hat vor allem eben damit zu tun, dass natürlich der technische Onboarding-Prozess, sprich, wie kauft man eigentlich überhaupt ein NFT, wo kauft man das, noch unglaublich in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, dir muss als allererstes klar sein, wenn du dein NFT herausbringst, dass du die Zielgruppe ansprichst, die bereits mit dem Thema irgendwo interagiert. Das ist ganz wichtig, denn alle anderen Kunden oder alle anderen Fans, die du bisher auf Instagram und so weiter eben befeuert hast, sind nochmal höchstwahrscheinlich nicht die, die wissen, wie man mit einer Wallet umgeht oder wissen, wie man den Mehrwert, über den du dir ja vorher Gedanken gemacht hast, wirklich auch mit dem NFT anwenden kann. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, wo sind denn diese Leute, die bereits mit NFTs hantieren, an die ich meine NFTs eben auch rausgeben kann, hier gibt es nicht die eine Anlaufstelle oder die eine Plattform, wo man sagen kann, so, das ist jetzt der Social-Media-Kanal schlechthin, dort sind alle deine ganzen neuen NFT-Kunden, die du jetzt mit deinem digitalen Asset befeuern möchtest. Es gibt allerdings eine Handvoll Communities oder Web2-Tools, wenn man so möchte, eben, die bereits genutzt werden und in denen sich die NFT-Community momentan, und wenn wir wirklich mal weltweit denken, dann sind das wirklich Hunderttausende bis Millionen Nutzer eben auch, wo sie sich tummeln. Und hier ist natürlich ganz klar Discord zu nennen, Telegram tatsächlich auch, aber vor allem eben Twitter. Ich verstehe, dass Twitter in Deutschland nicht wirklich die beste Reputation hat und viele, die ein NFT herausbringen möchten oder sich prinzipiell mit der Materie beschäftigen möchten, das Erste, an das sie denken, ist so ein bisschen, oh mein Gott, noch ein Social-Media-Kanal und dann auch noch ausgerechnet Twitter. Da kommt ja kein Mensch hinterher. Das mag vielleicht sein, aber das ändert nichts daran, dass der Großteil der NFT-Community, und es ist fast egal, von welcher Blockchain wir reden, sich eben nun mal dort aufhält. Das heißt, Twitter aufbauen, Twitter nutzen ist, wenn ihr die NFT, den NFT-Space ansprechen wollt mit eurem NFT, eigentlich nicht wegzudenken. Habt Twitter auf der Agenda, nutzt Twitter auf jeden Fall, ich kann es nur empfehlen. Alles andere, der Versuch, die bisherigen Kanäle, die ihr so befeuert habt, jetzt mit einem NFT zu befeuern, wird höchstwahrscheinlich in einer Situation enden, in der einfach schlichtweg die Kundschaft nicht auf dem Social-Media-Kanal ist, auf dem ihr sie auf Twitter gefunden hättet. Wenn ihr euch jetzt durchgerungen habt und Twitter für euer NFT-Drop eben auch verwendet, um die Zielgruppe anzusprechen, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Achtet auf den sogenannten Messaging-Style, würde ich es nennen. Das heißt, wenn ihr etwas twittert, übrigens, das muss nicht nur bei Twitter sein, das geht natürlich auch für alle anderen Kanäle eben, haut nicht einfach nur ein paar Zeilen Text rein, sondern gebt euch ein bisschen Mühe im sogenannten Messaging-Style. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht von The Possessed NFT, das Projekt selber kenne ich nicht. Aber hier sieht man zum Beispiel, wie zu einem Image eben auch das Wording einfach mitgenommen wird. Man hat hier so ein bisschen das, den Text, hat sich beim Text ein bisschen Mühe gegeben, eben man hat sich die richtigen Emojis ausgesucht. Wahrscheinlich ist das hier auch in irgendeiner Form eine Art typografisches Artwork eben, das man verwendet, wenn man hier so einen Messaging-Style eben aufmacht. Und wir können ja mal ein bisschen tiefer reingucken. Followerzahlen sind relativ hoch. Und scrollen hier mal nach unten, was hier ansonsten noch so. Man sieht das auch hier schon ganz cool. Man lässt sich ein bisschen Platz zwischen den einzelnen Zeilen eben. Man hat hier so ein Emoji eben. Da hat sich einfach jemand Gedanken gemacht,
wie man diesen Post eben mit Freiraum, mit den richtigen Links, mit den richtigen Emojis eben darstellt. Und darauf steht die NFT-Community. Ob ihr das jetzt geil findet oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber die NFT-Community feiert sowas ab. Das kann ich euch sagen. Und wir können auch mal gucken, also wir selber bei NFT Lab Berlin machen das ähnlich. Unser Twitter-Account ist ja nicht so riesig. Wir arbeiten ja quasi noch am Aufbau. Aber bloß damit ihr mal einen schnellen Einblick bekommt, eben wir machen das genauso. Wir haben auch hier zum Beispiel uns ein Emoji rausgesucht, das wir immer und überall bei jedem einzelnen Post eben verwenden, nicht nur auf Twitter, auch auf Instagram, und machen hier im Grunde das gleiche Prinzip eben. Ja? Wir nutzen ein bestimmtes Emoji-Set, meistens eben etwas Schwarzes, etwas Dunkles, weil es zu unserem Brand passt, und kommunizieren das Ganze eben wirklich ja, knallhart durch, kann man sagen. Das ist Aufwand, das dauert, aber für den Betrachter von außen, wenn ihr euch das Projekt von außen anguckt, will jetzt nicht zu viel Selbstbeweihräucherung machen, aber es funktioniert nach diesem Prinzip, und wir machen das übrigens für Kunden genauso. Wenn ihr das euch so anschaut eben, dann sieht man schon, okay, das ist alles aus einem Guss, das gehört irgendwo alles zusammen. Auch die Art und Weise, wie wir jetzt in unserem Fall zum Beispiel auch die Bilder posten, ist es immer das Quadrat im Quadrat, weil das wiederum zu unserem Emoji passt, weil das wiederum zum Logo passt, auch zum Hintergrund und so weiter. Deswegen, das ist natürlich so ein prinzipielles gesamtes Brandbuilding, aber ich möchte nochmal den Fokus eben auf die, ja, auf den Messaging-Style eben legen. Bei uns beginnt nochmal, wie gesagt, jeder Post eben auch mit diesem Element hier vorne eben dran, und wir haben immer die schwarzen Emojis. Da haben wir bestimmte Thematiken oder bestimmte Buzzwords, die wir verwenden, benutzen wir immer die gleiche Kombination aus Emojis. Machen das, wie gesagt, für Kunden auch so. Und ich würde euch mit an die Hand geben, wenn ihr Twitter, wie gesagt, verwendet, dann macht euch Gedanken über den sogenannten Messaging-Style. Als nächstes würde ich euch empfehlen, baut coole Trailer. Die Zeiten, in denen man digital etwas bewerben konnte, vor allen Dingen im NFT, im Metaverse-Space, wenn man so möchte, einfach nur, indem man irgendwie tolles Bildmaterial hochlädt, die sind ein bisschen vorbei. Man muss ein bisschen ein paar Steps weitergehen, und Trailer sind ein super Werkzeug dafür. Wir haben hier zum Beispiel mal ganz kurz angespielt den Otherside-Trailer von Yuga Labs, der eben hier quasi den, ich glaube, den nächsten NFT-Drop, das war das Otherside, eben kommuniziert bzw. bewirbt, eben super cool gemacht. Der Trailer an sich ist auf Twitter auch super viral gegangen und war auch der Grund, warum das NFT oder der zweite NFT-Drop, nämlich die Otherside, wirklich auch durch die Decke gegangen ist. Das ist ein schönes Beispiel. Ansonsten kann ich euch auch hier nochmal von Adidas, auch nochmal ein schönes Beispiel von einem NFT-Trailer. Das war so der erste Trailer, der rauskam. Das ist auch schon, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr her. Und hat so ein bisschen den FOMO bei den Leuten eben geholt. Das ist okay, das kann man machen. Ich selber bin kein so großer Fan, immer prinzipiell FOMO zu generieren. Aber man muss ja fairerweise auch sagen, ein Trailer ist ja dafür da, um die Leute ein bisschen emotional, sage ich mal, zu erreichen. Zu einem Produkt, in diesem Fall eben zu einem NFT. Deswegen habt einen Fokus auf die Trailer. Ihr müsst ja nicht hunderte davon bauen, aber ein guter Trailer, zwei gute Trailer, positioniert sie an eine gute Position, vielleicht als angehefteten Feed oder irgendwie sowas, und oder auf der Webseite selber eben, und zwar an einer prominenten Stelle, so wie hier in der Mitte eben. Nutzt diese Funktionalität bzw. die Macht der Trailer, kann man sagen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist ja schön und gut, die bei Adidas haben ja super viel Geld und die Otherside von Yuga Labs, die haben ja auch so viel Geld, solche Trailer zu produzieren. Das geht auch im kleineren Maßstab. Wir haben zum Beispiel hier unter Envato Elements könnt ihr, oder elements.envato.com, gibt es ganz, ganz viele Vorlagen für Premiere Pro, After Effects zum Beispiel eben auch. Da muss man kein 3D-Designer oder Video-Editor eben sein, um diese Trailer zu bearbeiten. Und sie sind cool, sie funktionieren, und ich schätze auch, wenn ihr euch hier mal in Ruhe durchgeklickt habt durch den Marktplatz hier, dann werdet ihr wahrscheinlich das ein oder andere NFT-Projekt, das ihr für unglaublich groß gehalten habt, eventuell sehen, nach dem Motto, hoppala, die haben ja auch nur eine Vorlage verwendet. Das wird euch dann wahrscheinlich irgendwann ins Auge stechen. Deswegen empfehle ich euch, baut Trailer, nutzt, wie gesagt, eventuell auch die Vorlagen, die es da draußen eben gibt. Trailer werden euch definitiv dabei helfen, euer NFT-Projekt richtig zu promoten. Als nächste Marketingmaßnahme, lass uns doch einfach mal den Anbieter Telegram, aber vor allem auch den Anbieter Discord als Channel Nummer 1, als Wahlchannel Nummer 1 im NFT-Space, in dem man seine geschlossene NFT-Community eben auch erreichen kann, in Frage stellen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde Discord ganz, ganz schrecklich. Es ist völlig unübersichtlich. Und auch wenn ich mir angucke, dass große Marken und große Brands, wie zum Beispiel auch Adidas eben, ihre geschlossenen Informationen an ihre Kunden wohlgemerkt eben auch in einem Discord-Channel an sie übertragen, bei dem von Adidas selber in den FAQs geschrieben steht, dass man auch bitte als allererstes, wenn man den Discord verwendet, die Private Messages ausschreiben soll, weil man relativ schnell an Scammer geraten kann.
Da muss ich mich dann schon fragen, okay, warum schaffen wir keinen eigenen geschlossenen Raum für unsere NFT-Kunden, der eben nichts mit Discord und auch nichts mit Telegram zu tun hat? Denn das muss nicht sein. Ich gebe euch mal ein Beispiel von einem Anbieter, die ich auch persönlich kenne, die an einem tollen Projekt arbeiten. Und auch hier, diese haben uns nicht gesponsert. Ich finde das Projekt wirklich gut und würde euch mal empfehlen, mal ein Auge auf mintgate.io zu werfen. Mintgate ist ein Anbieter, bei dem ihr zum Beispiel mit dem NFT unlockable Content eröffnen könnt. Das an sich ist nichts Neues, das kann man auch über OpenSea beispielsweise machen. Das Interessante daran ist allerdings, dieser unlockable Content könnte ja in der Theorie auch ein Chat sein. Das heißt, mit dem NFT in der Hand, der Connect oder der verbundenen Wallet eben in eurem Browser, kommt ihr plötzlich in diesen geschlossenen, ja, wir haben es bisher Discord genannt, in diesen geschlossenen Raum, an den ihr eure Kunden direkt ansprechen könnt. Und das ganz ohne Scammer und ganz, ganz viel Chaos eben im Discord. Deswegen sollten wir uns auch bei der Marketing-Kommunikation mit unseren Kunden durchaus die Frage stellen, gibt es nicht andere Lösungen außer Telegram und Discord? Ich denke ja, Mintgate ist unserer Meinung nach eine Lösung, die man zumindest mal in Erwägung ziehen könnte. Den nächsten Tipp, den ich euch noch mit an die Hand geben möchte, ist folgender. Denkt an die Web-2-Lösung oder in anderen Worten, denkt an die Webseite. Der Web-2-Layer in diesem Bildschirm eben drin, der dafür sorgen soll, dass ihr euer NFT eben auch verkauft. Ich habe bereits einige Vorträge auf verschiedenen Blockchain-NFT-Spaces eben gehalten und ecke mit dem Thema manchmal so ein bisschen an, weil dort natürlich lauter kryptoaffine Leute sitzen und für die natürlich alles Neue, sprich im NFT-Space, im Web-3-Space natürlich unglaublich cool ist und man natürlich das Web 2, sprich die Webseiten selber am liebsten vergessen würde. Das wird allerdings nicht funktionieren. Wir werden definitiv auch den Blick ins Web 2 werfen müssen, sprich uns Gedanken machen, wie designen wir eigentlich die Webseite, damit wir am Ende unsere NFTs eben auch loswerden. Und ich zeige euch jetzt mal 2, 3 Beispiele von diesen typischen Projekten, die meiner Meinung nach einfach völlig blutleer und lieblos sind. Ich weiß natürlich nicht, das ist ein Beispiel hier für mich eben, ob diese NFTs am Ende trotzdem ausverkauft worden sind, das mag sein. Wird allerdings für seriöse Brands aus der, ich nenne es mal, Offline-Welt eben, die in die digitale Welt digitale Assets verkaufen möchten, wird sowas nicht funktionieren. Das sieht ein bisschen aus wie, ja, sieht ein bisschen kitschig aus, meiner Meinung nach zumindest eben. Und diese Liste, ihr kennt das sicherlich, wenn ihr mal jetzt ein bisschen im NFT-Space unterwegs wart, das ist immer das Gleiche. Es sind immer so die 2, 3 Infos eben. Man hat hier vielleicht die Creator selber, schmücken sich mit ihren eigenen NFTs und so weiter, haben wir alles schon 100-mal gesehen. Damit werdet ihr höchstwahrscheinlich mit einem wertvollen Brand nicht so den Erfolg haben. Also macht euch durchaus Gedanken, wie die Webseite auszusehen hat. Hier habe ich noch so ein Beispiel. Das ist ganz nice. Ich will das nicht schlecht reden, aber es ist, sind wir ehrlich, genau das Gleiche, was wir schon 100-fach im NFT-Space gesehen haben. Und wenn das der völlig ausgearbeitete Brand eben ist, dann weiß ich nicht, ob der langfristig gegen die großen Marken und die großen Brands, wenn sie es dann ernst meinen, im NFT-Space überhaupt bestehen kann. 2 schöne Beispiele will ich euch trotzdem mal noch zeigen. Das eine ist das Tomorrowland NFT. Hier kann man wirklich sehen, wie die Webseite selber eben absolut aufwendig designt und gestaltet wurde eben. Also das hier gibt es definitiv nicht als Vorlage. Falls doch, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube allerdings nicht. Hier steckt eine Menge Pixel-Perfect-Arbeit drin, würde ich sagen. Und das ist auch wirklich gut gemacht. Also ihr könnt euch das mal angucken unter nft.tomorrowland.com. Hier wird der NFT-Drop selber eben beschrieben und erklärt eben, ist unheimlich gut gemacht, passt wirklich wie die Faust aufs Auge ins Gesamtdesign, wirklich in das Offline-Design, wenn man so möchte, am Festival, in die Webseite, in den NFT-Drop selber, der ungefähr so aussieht. So sieht das NFT dazu aus. Also das ist einfach rund und man sieht einfach der Webseite oder dem Brand eben an, dass da echter Value dahinter steckt. Das ist eigentlich nichts Neues, dafür bauen wir ja auch Webseiten seit über 10 Jahren im Web 2. Man kann sich durchaus Gedanken machen, wie man die Pixel Perfect eben aufbaut, um eben gewisse Ziele zu erreichen. Hier geht es eben, wie gesagt, darum, natürlich NFTs an die Community rauszugeben. Zweites gutes Beispiel, wie ich auch finde, ist das NBA Topshot Projekt von Dapper Labs auf der Flow Blockchain. Auch hier, da hat sich wirklich auch jemand Gedanken gemacht mit den ganz klassischen Sticky-Navigationen, eben Login, Sign-Up, also wirklich, wie verkaufen wir bestmöglich unsere digitalen Assets? Ich glaube sogar, dass das Wort NFT auf der gesamten Webseite überhaupt gar nicht erwähnt wird. Wie schaffen wir es, die besten digitalen Assets bestmöglich eben wirklich auch an die Kunden zu bringen? Und das ist meiner Meinung nach auch ein richtig schönes Web 2 Webdesign eben, das genau diesen
das genau das erfüllt, nämlich NFTs eben an die Kunden zu verkaufen. Und noch ein Tipp, den ich euch mit in die Hand geben möchte, schaut, ob es Möglichkeiten gibt, Kooperationen aufzubauen. Denn es wird sehr, sehr lange dauern, natürlich die eigene NFT-Educated Community, sage ich mal, für eure Marke und für euren Brand eben auch aufzubauen. Wenn es irgendwo eine Möglichkeit gibt, dass bereits eine Marke oder ein Brand bereits über den weiten Arm in die NFT-Community, ins Metaverse, wenn man so möchte, eben verfügt und dort bereits NFT-Native-People eben in ihre Community eben haben, schaut, dass ihr dort eventuell eine Kooperation eingehen könnt. Da gibt es eine ganze Menge wirklich cooler Beispiele eben. Das Adidas-Projekt wäre wahrscheinlich nur halb so erfolgreich gewesen, hätte man sich nicht den Board Ad Yard Club dazugeholt. Das NBA Topshot-Projekt, das wir gerade eben von Flow gesehen haben, wäre sicherlich auch nur halb so erfolgreich gewesen, hätte man nicht vorher die CryptoKitties eben als NFT-Educated Community mitbringen können. Und last but not least, seid geduldig oder zumindest realistisch. Die NFT-Technologie an sich, die Blockchain-Technologie, wird nicht der Trampolin sein, der euch plötzlich zum NFT-Shooting-Star macht. Es wird genauso aufwendig sein, Communities aufzubauen, Webseiten zu bauen, digitale Reichweite aufzubauen, um am Ende eben euer NFT-Projekt eben auch wirklich an die Leute zu bringen. Das ist super viel Aufwand, das dauert teilweise Jahre. Den großen Vorteil, den ihr jetzt allerdings habt, sofern oder solange wir uns noch wirklich in diesem First-Mover-Bereich befinden und stand jetzt ja momentan auch gerade in einem ziemlichen Bear-Market, in dem sich die komplette Community oder die mediale Aufmerksamkeit ein bisschen von den NFTs weggedreht hat, das könnte eure Chance sein, eben mit kleinen Möglichkeiten und kleinen Steps noch eine relativ große Reichweite zu erreichen. Heute in 2-3 Jahren mag das vielleicht ganz anders aussehen. Und wenn wir uns mal genau anschauen, wie sich das Web 2 entwickelt hat, dann war das damals genauso. Man konnte vor 10, 15 Jahren mit relativ einfachen Mitteln Großes erreichen. Wer heute noch im Web 2 eine Webseite zu einem gewissen Topic oder einem gewissen Thema aufbauen möchte, eben der muss schon sehr, sehr viel Geduld und sehr, sehr viel Ressourcen eben mitbringen. Deswegen nutzt die Kraft des First Movers und bringt euer NFT-Job lieber früher als später raus. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like für dieses Video da. Oder wenn ich du wäre, würde ich am besten den ganzen Kanal abonnieren, denn wir produzieren dann natürlich regelmäßig NFT-Content, der ein bisschen hinter die Kulissen schaut. Deswegen gerne dabei bleiben und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder genau hier.